Returning now to our main story. The global shortage of Neuropazine is making life difficult for augmented people everywhere. The Fall überrascht als mobile Deus Ex-Version, die als Mini-Fortsetzung von Human Revolution durchgeht. Nach dem spielerisch eingeschränkten Trainingslevel bietet der iOS-Titel die gewohnte Mischung aus Erkunden, Schleichen und Hacken in einer frei begehbaren Stadt. Wer in Deus Ex am liebsten durch Lüftungsschächte kriecht und Computersysteme umgeht, legt sein iPad oder iPhone so schnell nicht mehr beiseite. Wer dagegen keine Lust auf Heimlichtuerei hat, dem vermiest die Steuerung den Spaß. Trotz zahlreicher Anpassungsmöglichkeiten ist genaues Zielen in der Hektik des Kampfes nicht möglich. Das merkwürdige Verhalten der künstlichen Intelligenz trägt dazu bei, dass Schießereien unfreiwillig komisch aussehen. Erkundungsfreudige Spieler sind gute 5 bis 6 Stunden im stimmig gestalteten Panama City unterwegs. Die Handlung ist nicht so komplex wie bei den anderen Deus Ex-Titeln, aber auch in diesem Gebiet haben sich die Entwickler mehr Mühe gegeben, als wir es von den meisten iOS-Spielen dieser Art gewohnt sind. Wir freuen uns auf die zukünftigen Episoden.